GCN Next Top Jersey präsentiert. Der große World Tour Trikot-Check für 2024. Wer schnappt sich das Foto? Wer ist heiß und innovativ? Und wer gehört zum alten Eisen? Fashion, Fashion, Fashion. Heißt es auch heute wieder mit euren Lieblingsmoderatoren? Heidi Knaub. Und Richard Hajo. Aktuell befinden wir uns im Girona GCN Trainingslager mit den anderen Presentern aus Frankreich, England etc. Und deshalb haben wir diese Show im Vorfeld aufgezeichnet und haben beschlossen, die Race News diesmal ausfallen zu lassen. Ja, Mathieu hat gewonnen und Fan van Empel vermutlich auch. Also haben wir es eigentlich abgefrühstückt, oder? Ja. Aber halten wir uns nicht zu lange mit Radsport auf, sondern gehen rüber in den Finanzsport. Denn da gab es eine relativ spannende Übernahme im Radsport. Und zwar Red Bull besitzt jetzt 51% von Ralf Denks, Radsportfirma, die ja quasi das Unternehmen für das Team Bora Hansgrohe ist. Interessante Geschichte. Am 26. Januar, hast du mir erzählt, soll es dann nochmal eine Pressemitteilung geben oder eine Verkündung. Und bisher war Red Bull ja immer auf dem Kopf von Anton Palzer vertreten. Richtig. Als Helmsponsor. Haben sie sich vorgearbeitet. Haben sie sich jetzt vorgearbeitet. Das ist eine Erfolgsstory. Wir können gespannt sein, was das für den Radsport bewirkt, wenn Red Bull da jetzt so groß einsteigt. Und ob die Gerüchte dann sich wirklich bewahrheiten, dass angeblich Wout van Aert und Tom Pidcock dann irgendwann dahin wechseln. Boah, ja, wäre interessant, ob die ganzen Red Bull-Athleten dann irgendwie in ein Team vereinigt werden. Naja, mal gucken. Fabio Wippmann auch noch. Fabio Wippmann auch mal noch ein paar Backflips während des Radrennens. Wir bleiben weiter in der Welt der Finanzen und irgendwie auch im Radsport. Wir hatten ja vor, sechs, sieben Wochen, irgendwann im Oktober war es, glaube ich, Ende Oktober, über die Insolvenz der Signa Holding gesprochen. Dieses riesige Unternehmensnetzwerk vom Investor René Benko. Und da hatten ja auch einige Radsport Online-Händler dazugehört, unter anderem auch Wiggle. Und die sind richtig pleite, immer noch ziemlich insolvent und schulden um die 26 Millionen Euro verschiedenen Firmen, wie zum Beispiel SIS oder auch Garmin, Wahoo und so weiter und so fort. Und weißt du, wer auch dabei ist? Hans Riegel Bonn. Haribo, witzige Zeitgeschichte. Die hatten immer jeder Bestellung so einen Haribo dazugelegt und deswegen schulden sie den Bonnern noch 20.000. Ja, das klingt fast so nach wie so einer Sparmaßnahme bei einer Fluggesellschaft, schon, wo sie mal die Oliven weggelassen haben oder diese Air Berlin-Herzen. Die haben mich schon öfter mal gerettet, die Schoki-Dinger. So nach dem Trainingslager, wenn der Stoffwechsel am Brennen war, habe ich mir die gerne reingefahren. Wahrscheinlich hatte Air Berlin damals noch bei Lind Schulden oder bei Milka. Eins von beiden, also weiß es nicht. Geschichte wiederholt sich. Dann haben wir noch eine kuriose Geschichte aus dem Trainingslager von Uno X mitgebracht. Und zwar zwei Fahrer mit Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Als Teambuilding-Maßnahme wurde ein bisschen Kart gefahren, haben wir ja auch in unserer Offseason gerne getan. Und dann ist denen so schlecht geworden, dass sie sich hinlegen mussten, ich glaube sogar erbrochen haben. Ja. Und dann hat der Teamarzt da schnell gehandelt und die ins Krankenhaus geschickt. Und die mussten dann da für eine Nacht auf jeden Fall zur Beobachtung da bleiben, damit diese Kohlenmonoxidvergiftung aus dem Körper rausgeht. Ja, sind so schnell gefahren, die Jungs, ne? Das können sie auf jeden Fall. Ja, wir können euch jetzt auf jeden Fall verkünden, dass wir einen neuen Flaschensponsor haben. Tobi hat es schon neben seinem Laptop stehen. Ich habe es hier unten versteckt. Und zwar ist jetzt Camelback mit an Bord. Und wir haben die Ehre, jetzt unsere Münder an Camelback-Flaschen zu laben und uns allzeit genügend zu hydrieren. So kann man es eigentlich ausdrücken, oder? Camelback ist wahrscheinlich vielen bekannt für diese Trinkrucksäcke mit einem Schlauch und so. Die stellen eben halt auch Trinkflaschen jetzt zum Radfahren her. Und das Besondere ist daran, dass man oben so einen Verschluss hat. Das heißt, man kann die einmal zumachen und dann läuft auch nichts aus. Also das hasse ich, wenn ich die Sachen übrigens im Auto hier läuft auch nichts aus, weil nichts drin ist. Aber das sollte auf jeden Fall funktionieren. Die wird es auch bald in einer Special GCN Edition geben und für jede Caption Competition wird es dann jetzt so eine wunderbare Podiumsflasche von Camelback geben. Richtig, das hat sich geändert. Und ganz kurz nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Jeden Tag im Januar gibt es zwei GCN 30 in 30 Rides. Das heißt, immer so eine halbe Stunde, mal eine Stunde, wird euch jeweils ein GCN-Presenter von irgendeinem Kanal mitnehmen auf die virtuelle Welt in Zwift. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr euch gerne anmelden und mitfahren. Einmal im Jahr dürfen auch wir uns um Fashion kümmern. Und zwar genau dann, wenn die meisten World Tour Teams ihre neuen Trikot-Designs vorgestellt haben. Das ist jetzt wieder soweit, 2024. Wir fangen an mit dem ersten Team Alpecin-De Koenig. Und bei den Brüdern Rothoff hat man sich gedacht,
man setzt einfach auf Konsistenz. Man hat eigentlich nichts verändert. Nö. Ich bin auch, oder hab mal Gerüchte gehört, dass die überlegt haben, von Colors wegzugehen. Ah, als Klamottensponsor. Okay. Hat sich bis dato noch nichts getan. Weiterhin als Partner mit dabei. Die tschechische Bekleidungsfirma, meine ich. Aber eigentlich finde ich das Trikot solide. Ja, es ist so ein grundsolides Ding. Ja, es hat mittlerweile einen guten Wiedererkennungsfaktor. Jasper Philipsen. Es wird genug damit gewonnen, ne? Ja, wahrscheinlich haben sie sich einfach mehr Wert und Zeit in das Weltmeistertrikot von Mathieu. Ja, das reicht auch. Das hat am meisten Marketingwert. Mal weiter mit Arkea B&B Hotels. B&B Hotels ist wieder zurück, ne? Some Seek ist weg. Ja, man muss sagen, ist ein relativ unspektakuläres Trikot. Es ist okay, finde ich. Was ich ein bisschen weird finde, da sind jetzt diese Cartoon-Quadrate drauf. Und es hat wohl irgendwas mit der Sage vom Schwert Excalibur, das ist nämlich aus der Bretagne zu tun. Ich erkenne da zwar nichts von dem Schwert. Das hatte den Mar auch in der Hand, glaube ich, bei der Präsentation. Ja, ist ein bisschen weird, muss man sagen. Ja. Aber gut, ne? Was willst hat du sich auch nicht viel geändert. Astana, aber Kasachstan. Ja, Cavendish sehen wir hier. Sieht eigentlich typisches, dieses Kasachen oder Kasachstan hellblau. Genau. Gefällt mir eigentlich immer gut. Ich fand früher so diese BMC mit diesem Blauen, wo Klöden und Vinokurov drauf waren. Oh ja. Die fand ich auch immer extrem geil. Deswegen, an sich bin ich von der Farbe nicht abgeneigt. Ich finde übrigens, Mark Cavendish altert wie ein Camembert. Also ich finde, dass der im Alter immer besser aussieht. Macht er hier gut, das Wegmodel. Sind jetzt neu drauf, diese ja, es soll irgendwie so Mineralien, so Gesteinsadern und sowas repräsentieren da unten. Rohstoffreiches Land wahrscheinlich. Rohstoffreiches Land, richtig. Da wird auf jeden Fall auch im Trikot wieder gespielt. Jetzt kommen wir zum nächsten Trikot, Bahrain Victorious. Und ich muss halt wirklich sagen, also nur weil du halt dein Trikot von rot nach weiß machst, wird es halt auch nicht geiler. Ich finde es kompletter Flop. Ja, also die Tour de France Edition hat mir ganz gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ob wahrscheinlich viel davon abgekupfert worden aber ist. Aber schon deutlich blauer. Aber da war Gold dabei. Und Weiß-Gold fand ich eigentlich ganz cool. Das ganze Trikot wirkt auch so ein bisschen wie, ja, wir machen mal wieder weiß, ja, und Tour de France Special Jersey. Aber die Fahrräder, die gefallen mir davon. Also ich würde, ja, die Fahrräder gefallen mir, aber ich würde mir das Trikot zum Beispiel nicht anziehen. Nee. Auch nicht geschenkt. Würde ich nicht mit trainieren fahren. Sag ich dir ganz ehrlich, ich find's ein No-Go. Man muss hier aber auch klare Kante zeigen. Jetzt kommen wir zu einem sehr kontroversen Trikot. Bora Hansgrohe, gemodelt von keinem Geringeren als dem Träger des gelben Trikots von der Tour de France 2023, Jai Hindley, höchstpersönlich. Und ich muss sagen, der Mann sieht gut aus und das Trikot meiner Meinung nach auch. Ja, im Netz wurde drüber sich lachhaft drüber lustig gemacht, dass es aussehen würde wie so ein Hersteller von einer Scheuermilch. Fizz Scheuermilch, glaube ich. Sieht so ähnlich aus. Die haben eine gelbe Verpackung und oben so einen grünen Kopf. Das Ganze umgedreht. Ich finde, es hat aber was, oder? Mir gefällt es auch immer besser. Je öfter ich es sehe, desto besser gefällt es mir. Ich hoffe halt, ich finde den Helm ein bisschen zu krass mit dem Neon. Ja. Da hätte ich mir vielleicht auch so einen kleinen Neon-Akzent mehr gewünscht. Aber großer Umbruch bei Bora Hansgrohe. Schaltgruppe gewechselt, Trikotdesign radikal geändert. Tacho. Ob die überhaupt noch wissen, wie man Fahrrad fährt nächstes Jahr? Ich denke schon. Bleibt fraglich. Cofidis, brauchen wir nicht lange drüber schnacken. Ist das klassische Cofidis Rot. Ein bisschen was hat sich verändert am Trikot, aber jetzt, die haben ja auch den Ausstatter gewechselt, sind jetzt nicht mehr bei, letztes Jahr waren sie bei Van Reysel. Genau. Und braucht man aber nicht viel zu sagen. Ich finde es ein okayes Trikot. Ich finde es eines der Trikots, das in echt besser aussieht als auf Fotos. Ja. Also ich finde ich okay. Ja. Einfach. Decathlon. Wir machen weiter mit dem nächsten französischen Team. Decathlon, Agir Désert, La Mondiale. Auch ganz drastisch geändert. Die Trikots wurden schon längere Zeit vorgestellt. Mhm. Muss ich sagen, ja, ist jetzt auch nicht so ich find's lame. Krass, ja. Ich find's lame. Wir hatten hier schon mit unserem Kameramann, der hinter der Kamera sitzt, Diskussion. Der findet's gut, weil er sagt, es erinnert ihn an so klassische Teamdesigns von früher, also vielleicht an die Historiker da draußen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das Trikot mögt. Ich muss sagen, ich fand Felix Gall letztes Jahr mit der braunen Hose und dem weißen Trikot richtig sexy. Und deswegen ist das für mich ein Rückschritt. EF Education hingegen, die haben wieder abgeliefert, ey. Also man muss aber auch sagen, vor allem mit den Rädern, ne? Mhm. Boah, sind die sexy. Also das sieht echt verdammt gut aus, dass das Kit ist ganz weit oben bei mir auf der Liste, meine ich. Ich selber, also ich finde es echt extrem cool, aber ich selber würde es für mich, also wenn ich es anziehen würde, würde ich nicht sagen, dass ich cool darin aussehe. Ich auch nicht. Also die Fahrer, die wir hier auf dem Foto sehen. Ja, und
was die auf jeden Fall hinkriegen, die nationalen Alter. Trikots. Alter. Ja, das von Esteban Chaves, das sieht so geil aus, das Trikot, finde ich. Also wirklich, das ist mal ein Team, was dann auch die nationalen Meister mal ein bisschen ehrt. Nicht so wie bei UAE, wo du da so keinen Kackstreifen drauf kriegst. Ja, ich wette, die können auch Kranplätze verdichten, so eine Profis sind das. Bin ich mir auch sicher. Ja, bei Groupama FDJ war der Designer im Urlaub. Die haben gedacht, komm, das Trikot-Design für 24 überspringen war, ist gleich geblieben. Was sagst du zu einem Raddesign? Finde ich geil. Wie jeder, finde ich geil. Ja, mag ich. Finde ich gut. Aber das Design, sicher. Ja, dieses Weiße mit dem Blau da drauf, ich finde das nicht schlecht, muss ich sagen. Vielleicht müssen wir uns das Thema nochmal reden. Nee, ich habe am Ende, ob wir das machen sollen. Könnt ihr auch jetzt schon gerne in die Kommentarspalte schreiben. Was sagst du zu Ineos? Gefällt mir sehr gut. Echt? Irgendwie, ja. Also auch die in der Kombination mit der Lackierung von den Pinarellos geht mir irgendwie ab. Geht mir gut ab. Also ich finde, es erinnert mich halt so ein bisschen an, ich hatte als Junior, hatte auch noch diese orangenen Müllmann-Trikots beim Rheinland-Pfalz-Kader, aber du kennst die, ne? Ich kenn wir blenden jetzt hier mal ein Foto ein. Mit weißem Hut, Richard Weinzierl. Ja, also die sahen wirklich so. Da bist du doch noch vor den Etappen und nüchtern trainieren. Musste noch nüchtern trainieren fahren, aber bin gegen Mathieu van der Poel gefahren bei dem Rennen. Also hab meistens nur von hinten Also erst trainieren gefahren. Richtig. Intermarché Wanty, die fahren auch viel trainieren in neuen Trikots. Und ich finde, so ganz langsam lässt sich hier dann doch ein Konzept erkennen bei dem Team. Ne? Langsam ja, vielleicht sind die Sponsoren an sich auf dem Trikot weniger geworden. Es nimmt auf jeden Fall Formen an. Die Farben und so die Designsprache, das ist auch über die Jahre so gewachsen, muss ich jetzt mal sagen. Und auch auf jeden Fall eine Verbesserung, gefällt mir gut. Ja, es ist völlig solide. Ich würde es auch jetzt nicht persönlich fahren wollen, aber es ist nicht so, dass man Du musst dir mal überlegen, was das kostet, wenn du so ein komplettes Rebranding machst. Du musst alle LKWs, alles neu designen. Ne? Und wenn du halt immer so... Also haben die Rudolf-Brüder nämlich immer schön weggespart. Dann kannst du den LKW auch mal 10 Jahre so bekleben lassen. Ist richtig. Lidl Trek, die haben jetzt nicht gerade erst gelauncht, sondern schon ein bisschen länger her zur Tour de France im letzten Jahr. Und ich bin absoluter Fan des Trikots. Hat viel Hate erfahren, aber ich finde, es sieht halt einfach aus wie ein Discounter-Team. Und irgendwie finde ich das geil. Ja, ist auf jeden Fall die Designsprache von Lidl mit dabei. Die machen ja, glaube ich, auch Badelatschen und Socken. Und sieht so ähnlich aus, aber... Ja, das Farbspiel, man hat sich jetzt dran gewöhnt, roter Helm dazu, sieht gut aus. Ja, Movistar hingegen hält es weiterhin klassisch, bisschen helleres Blau, aber, also ich muss sagen, ich meinst du, Nairo wird das Trikot oft tragen, weil der ist ja eigentlich immer Anwärter fürs grüne Trikot, habe ich gehört. Stimmt eigentlich. Kleiner Running Gag hier, Trikot finde ich grundsolide, aber jetzt auch nicht so super extravagant. Ich glaube, es wird aber viele Fans haben. Ich glaube, nicht so viele Fans hat so Dijk Quickstep. Weil, ich meine, die hatten zwar ein geiles Launch-Video mit Alaphilippe, aber, was war das, Céline Dion hat er gesungen, ne? Aber My Heart Will Go On. Aber irgendwie sieht halt aus wie so ein richtig belgisches Team, ne? Belgisches Team, Napoleon Games mit dem Napoleon da an der Seite, der ist auch sehr prominent drauf. Aber ich finde es solide, passt zu Quickstep. Und aber die hatten schon geilere Trikots, muss man sagen. Die hatten schon mal geilere Trikots. Ja, muss man sagen. Jayco Alula, komplett neues Design. Glaube ich, hat viele Fans. Ich muss sagen, mir gefällt irgendwie dieses, die Brust, also so abwärts, eher so rund um die Taille, das Stück gefällt mir nicht. Mit diesen Schriftzeichen und dem Alula, das gefällt mir irgendwie nicht so gut. Designsprache so mit dem Fahrrad ist schon stimmig. Nicht auch modern. Ja, das ist modern. Sieht man öfters jetzt, diese Farbkombination. Mir gefallen die Trikots der Damen, wo wir später nochmal zukommen, deutlich besser. Aber auch das Herrentrikot, hat weniger blau. Ja. Geht in die richtige Richtung. Ja. Wissen wir, diese Bike können wir schnell abfrühstücken. Das Ganze ist noch ein bisschen gelber geworden, finde ich, von der Designsprache her. Richard Pluger hat da wieder eine hochtrabende Rede gehalten, dass das ein ganz neues, eine ganz neue Außenwirkung dem Team geben würde. Es sind die Honigwaben drauf, das finde ich als Bienenfan natürlich klasse. Aber sonst, Die Giro-Helme sind noch gewöhnungsbedürftig. Ja, finde ich auch. Man war so an Laser gewöhnt. Ja, ja. Aber ist okay, kann man machen. UAE, die haben sich komplett verwaist, kann man sagen. Aber ich finde dafür, dass das Team so einen potenten Sponsor hinten dran hat, so einen großen, da sind echt viele Sponsoren drauf. Da sind wirklich viele Sponsoren drauf. Ich meine, es ist echt mehr geworden. Mir gefallen diese schlichten schwarzen Hosen bei so einem klassischen Trikotdesign echt immer gut. Das gefällt mir auch gut. Da auf jeden Fall jetzt besser an sich. Ja, ich würde sagen, es ist schon eine kleine Verbesserung. Es ist halt einfach noch krass ungewohnt, so einen Pollet jetzt in den Trikot zu sehen oder einen Sivakov. Also voll. Auf jeden Fall. Gut, wir sammeln uns kurz und machen dann mit den Frauen weiter. Jetzt gucken wir uns also die Trikots der Women's World Tour an. Und in der Vergangenheit, finde ich, haben die immer deutlich ausgefallenere Designs gehabt. Schauen wir mal, ob das dieses Jahr genauso ist. Ja, nicht so wirklich. Irgendwie ist nicht so viel Neues dabei, aber trotzdem immer noch sehr viel Gutes. FDJ Suez, das Frauenteam,
Das ist ziemlich nice. Hat sich jetzt nicht super viel geändert. Ich glaube, es ist ein bisschen heller geworden und noch so ein paar Wellenformen drin. Aber ich fand es letztes Jahr halt schon ultra geil. Und deswegen finde ich es dieses Jahr immer noch geil. Ja, dann machen wir weiter mit dem amerikanischen Team Human Powered Health. Die sind dem Orange, das mal eine richtige Trendfarbe war, weiterhin treu geblieben. Das Design vom Trikot hat sich jetzt auch nicht so viel geändert. Das Männerteam, das ein Pro-Conti-Team war, das gibt's gar nicht mehr. Also alles wird jetzt auf den Frauenradsport quasi gesetzt. Sieht solide aus, aber ist jetzt auch nicht, wo man sagen würde, wow, das haut mich vom Hocker. Ja, Liv Eula Jaco. Die haben eine deutliche Veränderung durchgemacht für 2024. Mir gefällt es auch viel besser als das Design vom letzten Jahr, dieses Pink. Ein bisschen viel auf der Brust noch drauf. Was sagst du? Ja, im Prinzip sind das ja jetzt zwei Teams, die ein Trikot zusammen machen mussten. Einmal das Team Liv Cycling und dieses Jaco Alula, das Frauenteam. Ich finde eigentlich eine Abwechslung zum Männerteam, aber deutliche Steigerung von beiden Teams als Trikot vereint. Mir gefällt es gut. Also die werden auf jeden Fall auffallen im Peloton. Also so ein Trikot, auf jeden Fall. So eine Farbe sieht man nirgends. Ja, vor allem wenn sie neben einer Roland Cycling Team Fahrerin fahren, weil dann fällt es da auf jeden Fall auf, weil das Trikot, ich werde mir jetzt wenig Freunde machen. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen gemein, aber ich finde es wirklich eine komplette Katastrophe. Das ist so uninspiriert. Warum denn? Ja, und das, obwohl sie mit dem Team Israel quasi so eine strategische Partnerschaft haben und das Trikot von Israel letztes Jahr auf jeden Fall ziemlich Warum? Ich weiß nicht, warum das dann so schwierig ist. Ziemlich von Männern und Frauenteams finde ich das schlechteste Trikot. Ja. Ist gemein. Gemein. Jetzt von mir. Naja. Dann machen wir weiter mit dem Trikot, was man wahrscheinlich auch im Jahr 2024 ganz häufig auf dem Podium sehen wird. Und zwar das Team SD Works um Demi Wollering, die Tour de France Femme gewonnen hat. Hat in der Vergangenheit auch schon mal so lila gehabt. Mit Anna van der Breggen, aber auch. Dieses Trikot gefällt mir wieder gut. Letztes Jahr war auch viel Orange wieder, jetzt wieder ein bisschen mehr Lila. Ich finde das besser von diesem Jahr, muss ich sagen. Also auch mit diesen Strichen da unten drauf, um da jetzt eine sehr präzise Beschreibung abzuliefern, finde ich ganz geil. Kann man auf jeden Fall sich nächstes Jahr wieder beim Jubeln angucken, vermutlich. Movistar, Wismar Liesebike und Lidl Trek, die haben wir quasi schon abgehakt, weil da haben wir ja schon bei den Männern drüber gesprochen. Und eigentlich auch AG Endurance Sodal, weil die haben eigentlich nur so ein dickes AG auf der Brust. Ist auch ein bisschen langweilig, oder? Hätte man auch was machen können. Mensch. Hätten wir auf jeden Fall was machen können. Mal neu bedrucken muss man es ja trotzdem. Wie die Australier halt. Vielleicht ähnliche Designsprache, aber deutlich das Frauenteam und das Männerteam farblich voneinander absetzen. Finde ich, hätten die verdient. Naja. Lässt sich drüber streiten. Ceratizid WNT Pro Cycling. Keine großen Veränderungen zum letzten Jahr. Ich finde es ein bisschen schade. Die haben ja eigentlich nur so einen großen Brustsponsor. Mhm. Und da hätte man ja eigentlich ein bisschen Freiheit, irgendwie so ein neues, frischeres Design auf den Markt zu bringen. Die sind schon sehr lange mit der gleichen Designsprache unterwegs. Vielleicht gibt es deswegen keine Änderung. Ah, vielleicht 2025. Ja. Ist halt quasi vielleicht so ein Corporate-Ding. Also die Ceratizid, dieser Werkzeughersteller, ich meine, der ist sogar aus Deutschland, der hat halt diese rote Schrift und dieses Blau im Hintergrund. Wahrscheinlich wird das dann einfach auf das Frauenteam in das Trikot-Design übertragen, dass man da einfach eine gleichmäßige Corporate-Sprache hat. Ja, UAE, Team ADQ, die waren mal sehr fortschrittlich. Das Design ist immer noch kunterbunt und fanden wir eigentlich auch immer ganz cool. So langsam hat man sich halt wirklich ein bisschen satt gesehen. Vielleicht gibt es da 2025 auch noch was Neues. Hoffentlich dann auch für Uno X und Phoenix Deceuninck. Uno X hat ja nur so marginal geändert, würde ich sagen. Und Phoenix Deceuninck unseres Wissens nach gar nichts. Hätte ich cool gefunden, dieses Special-Trikot, was sie in grün hatten zur Strada Bianca. Das war nice. Wenn sie selber mal sowas machen würden. Ja, ist echt so. Das mit Puk Pieterse, die da auch ein gutes Ergebnis mit Platz 6 eingefahren ist. Fünfte, scheint auf jeden Fall. Fünfte sogar. Nach dem Faulkner, müssen wir gleich nochmal nachgucken. Ja, stimmt. Doch, dann nachdem Faulkner disqualifiziert worden ist, Fünfte. Das ist korrekt. Und zum Abschluss... Hat das Preisgeld bekommen? Das wissen wir nicht. Zum Abschluss müssen wir noch sagen, DSM Firmenich, die veröffentlichen noch zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, zum Zeitpunkt, wo ihr das gerade guckt, ist das Trikot schon raus. Also informiert euch gerne, wie es aussieht und schreibt uns das in die Kommentarspalte. Und auf Canyon Slam warten wir auch noch. Auf die warten wir auch noch. Ich denke, DSM wird bei den Männern und Frauen wieder das gleiche Trikotdesign haben. Da wird sich nicht viel ändern. Und Canyon Slam hat in der Vergangenheit auch immer sehr schicke Trikots gemacht. Ich bin gespannt. Ich denke aber, es wird wieder schick. Deswegen habe ich auch
ein kleines Ranking gemacht für uns beide. Also du hast ja welche auch geschrieben. Bei mir ist Canyon SRAM auf Platz 2. Das zählt nicht. Einfach aus dem... Ja, du weißt ja noch gar nicht, wie das aussieht. Doch, ich bin... du wirst mir dann recht geben. Alles klar. Auf Platz 3 habe ich Ineos. Gefällt mir gut. Krass. Gefällt mir gut. Und Platz 1 IF, weil die einfach so krass mit den nationalen Trikots abgeliefert haben. Ja. Mit den nationalen Trikots finde ich auch super geil. Trotzdem, das Pink, weiß nicht, ich glaube, ich sehe zum Beispiel nicht so cool aus, wenn ich das anhätte. Haben wir ja gerade eben schon gesagt. Ja, ich würde es mir auch nicht anziehen. Aber du findest es einfach... Ich finde es einfach, ja, coole okay, Truppe. Okay, coole Truppe. Ich habe nochmal FDJ Suez auf Platz 1 gesetzt, auf Platz 2 Lidl Trek. Ich finde irgendwie dieses Discounter-Ding ganz geil. Und auf Platz 3 habe ich SD Works oder IF, aber nur wegen der Meistertrikots. Da gebe ich dir recht, die finde ich schon, also die machen das echt gut. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was denn euer Top-Trikot ist und ob wir das Ganze in der nächsten Woche mit den Fahrrädern wiederholen sollen. Mikel Landa holt das Ardennen-Triple. Und das, weil er wahrscheinlich jetzt mit dem richtigen Treibstoff versorgt ist. Ja. Nachdem er das Team, sein neues Team, seinen neuen Arbeitgeber Sudal Quickstep besucht hat, gab es selbstverständlich in der Fritur ordentlich Fritten. Meinst du, da war ich das erste Mal in seinem Leben in Belgien? Meinst du? War, weiß ich nicht. Vielleicht musste er mal so eine Flandern-Rundfahrt, als er bei Euskaltel noch ein Neopro war. Ja, vielleicht musste er da mal irgendwie gen Wevelgem oder so fahren. Bin ich mal gespannt. Ich fände es auf jeden Fall kultig und das Foto von Mikel Landa, das hat ihn immer... Welches Bier trinkt er? Welches belgisches Bier trinkt Mikel Landa? Sieht man nicht, Kamelit, aber... Der ist Kamelit-Typ. Ein Triple Kamelit. Ja, glaube ich schon. Der braucht auf jeden Fall ein bisschen Umdrehung. Kommen wir zu meiner liebsten Rubrik, den Tech News. Und dort hat das Team Ineos im Rahmen des Trikot-Launches auch einen neuen Helm von ihrem Sponsor Kask der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Und zwar einen neuen Aero-Helm, der solche Uhre-Cover hat. Filippo Ganna hatte den da auf, andere Fahrer auch schon. Und der sieht schon abgespaced aus, ne? Ja, der sieht schon abgespaced aus. Also ich glaube, die... Wie viel Watt spart man? Der schnellste Helm, der jemals... Aber da hast du da einen Siff hinter den Ohren hängen. Ja, und Teamfunk. Ist auch wenig Platz dann. Ja, man darf übrigens im Straßenrennen keinen TT-Helm fahren nach UCI-Regularien. Aber das haben sie wohl umgangen mit diesem Design. Ich bin gespannt, ob sich andere Hersteller daran ein Beispiel nehmen. Generell im Helmdesign mit diesen Specialized-Helmen jetzt auch noch. Da wird auf jeden Fall viel ausprobiert. Der Helm ist noch nicht veröffentlicht. Es handelt sich vermutlich um eine neue Version des Utopia Aero-Helms. Und ob ihr euch den aufziehen wollt, das bleibt natürlich euch überlassen. Ich glaube, weniger kontrovers wird es beim neuen Bike-Partner von Lotto Destiny. Ja, da war ja auch schon lange die Spekulation, dass Orbea, der neue Ausrüster, der Fahrräder sein wird, nach 100 Jahren Ridley, ein anderer Hersteller beim Team Lotto. Und auch die Laufräder sind gewechselt worden, die kommen aus dem Hause Orbea. Oku heißt der Hersteller. Ich meine, glaube ich, auch die Anbauteile, Lenker, Vorbau, sind auch quasi von dieser Inhouse-Brand. Ich denke, der Arnaud Delis, der wird auf jeden Fall fliegen mit dem Rad. Ja, geile Karre, kann man nichts gegen sagen. Cooles Design, freue ich mich drauf, das 2.24 bei den Rennen zu sehen. Unter der Show von letzter Woche wurde wieder kontrovers diskutiert, was denn jetzt der beste Weg ist, um sich ein neues Fahrrad zuzulegen. Der Direktvertrieb oder der Einzelhändler? Und wir haben drei exemplarische Kommentare mitgebracht. Bei der Familie Tannenberger wird nur stationär gekauft beim Händler vor Ort. Denn ein persönliches Gespräch, die Beratung, welches Rad das richtige ist, welche Gruppe und auch einen direkten Ansprechpartner zu haben, wenn es dann mal Probleme gibt, die sind einfach, die überwiegen da einfach und deswegen wird dort alles so gekauft. Ja, Oliver Yu, der ist richtig sauer. Der wurde böse abgezogen, 200 Euro wollten die für einen gewechselten Vorbau. Joa. Kriegt man günstiger, sage ich jetzt mal so. Ne? Also der ist gar nicht zufrieden. Da wird es wahrscheinlich als nächstes der Direktvertrieb werden. Und Advideo suchen, der hat eine schöne Geschichte mitgebracht. Best of both worlds. Ja, denn der Herr kauft sich viele Rennräder eigentlich. In den letzten 10 Jahren hat er sich 3 Räder von einem bekannten Online-Versender aus Koblenz gekauft. War da auch immer ganz zufrieden. Also der Preis hat gestimmt. Wenn es Probleme gab, musste er sich halt irgendwie umschauen, wie er da irgendwie Hilfe bekommt. Aber dann war er in Italien im Urlaub und hat dann auf die alten Tage einen süßen, netten Radladen gefunden und sich dort dann einfach einen Pinarello noch gekauft. Komm, und was man mal so macht. Ne? War halt einfach von dem Service vor Ort und dieser Atmosphäre, dem Flair, war er so begeistert, dass er einfach sagen würde, ja, man kann auch beides. Man kann auch beides. Das Geschäft heißt übrigens Flara, also falls er das sieht, ne? Top-Adresse, zumindest wenn man Advideo suchen glaubt. Danke für eure Kommentare und gerne auch wieder unter dieser
Show zahlreiche davon. Das Bild vom balletttanzenden Mathieu van der Poel hat für ordentlich Kommentare gesorgt. Der beste kam aber wirklich von Wolfi. Er hat geschrieben, wenn sich alle weißes Ballett zu Weihnachten wünschen, die Frau an der Nussknacker denkt, der Papa an Real Madrid und ich nur an MVDP. Das war auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest. Dafür kriegst du die erste Camelback-Flasche in der Captain Competition-Geschichte. So wollte ich den Satz eigentlich sagen. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Und auch für diese Woche haben wir uns wieder ein Bild einfallen lassen. Diesmal allerdings nicht von einem Zweibeiner, sondern von einem Vierbeiner. Ein kleiner Vierbeiner, der da durch den Modder trabt oder läuft. Auf jeden Fall hat er Vierradantrieb. Ja, also, Allrad. Allrad im Schlamm. Das geht auf jeden Fall richtig vorwärts. Hätte Wort von Art aber auch mal gebrauchen können, du hier. Ja, Mensch. Mathieu braucht kein Allrad. Nee, Mathieu braucht kein Allrad. Hat der Lamborghini Allrad? Stimmt. Ich glaub, der SUV, der hässliche schon. Der andere, glaube ich. Der andere auch, doch, ja? Das ist eine Cross-Version. Mhm. Mhm. Ah ja, okay. Mhm. Ah, ja. Auch wenn wir gerade unterwegs sind, gibt es von uns natürlich weiterhin, wie gewohnt, Content am Donnerstag. Kommt ein 3-Minüter, eine Zusammenfassung rund um das Thema Zone 2-Training. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Samstag machen wir weiter mit Anzeichen, die dafür sprechen, dass man falsch auf dem Fahrrad sitzt. Genau. Und dann später vielleicht zu Schmerzen, Problemen führen könnten. Genau, und am Sonntag habe ich mal wieder eine Runde gedreht. Den Gast verraten wir noch nicht, denn man weiß ja nie, ob da noch irgendwas schief geht, ob es regnet oder sonst was. Und am Montag hast du gut rumgesaut in der Werkstatt? Nicht rumgesaut, sondern ein bisschen was zusammengerührt. Ah, okay. Ich habe versucht, selber Tubeless-Milch herzustellen, mhm, und dann am Ende auch verglichen, ob die wirklich abdichtet oder nicht. Alles klar, dann freuen wir uns auf eine weitere Woche mit GCN auf Deutsch. Verabschieden uns nächste Woche wieder tagesaktuell dann hoffentlich. Und hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ich glaube, wenn wir das nächste Mal wieder senden, ist dann schon Down Under, dann geht die Straßensaison schon wieder los. Schlag auf Schlag. Boah, das ging jetzt immer wieder schnell. Naja, macht's gut. Ciao. Tschüss.